Moin und Metal, ihr Lieben. Ein neuer Tag, ein neuer Discord-League. Ja, es hört nicht auf. Es geht immer so weiter. Die Hater sind aktiv, Reinerle ist aktiv, alle sind aktiv. Es gibt den Discord-League, den Nachtrag zum 25.04., also zur Nacht vom 24. auf den 25., wenn ich das richtig verstehe. Glaube ich zumindest. Wir müssen gleich mal reinhören, denn Demütigung hat das Ding rausgehauen heute Nachmittag irgendwann. Das Ganze hat ein Rating 7 von 10. Folge 5, TikTok, Telegram und neutrale Stimmung. Geht auch nur in Anführungsstrichen 23 Minuten. Und dann hören wir uns direkt danach Folge 6 an. Boxkampf und Troll von heute, 26.04. Der geht auch nur 16 Minuten. Ich würde mal sagen, wir starten einfach und hören mal so rein, was auf diesem Discord so Neuestes passiert ist. Mal sehen. Ne? Auf geht's, meine Lieben. Hallo? Übrigens natürlich wie immer unten verlinkt, falls ihr es ohne Gequatsche hören wollt. Manche Nummern werden sowieso doppelt sein, weil die halt einfach zwischendurch immer wieder mal angerufen haben. Ist ja egal. Aber das lässt sich nicht ändern. Gibt es irgendwelche Begriffe, die ich kennen sollte? Also Mikrops, das leuchtet mir noch ein, aber was ist denn dieses Sex-Schreibende? Das ist immer der zweite oder dritte Satz bei Reinerle in einem WhatsApp-Chat mit einer Mulle, mein Lieber. Dann kommt erstmal, hallo, wie geht's? Ne? Toll, und Sex-Schreibende? Ja, das ist Reinerles Opener. Text schreiben, das ist die Hater-Variante von der Aussage, ich habe einmal gesagt, dass ich gerne Sex schreiben mache, also im Sinne von, ne, ich schreibe gerne über Sex, beziehungsweise ich telefoniere gerne über Sex und so. Nein, das und ist nicht ganz richtig, Reinhard. Du hast mit einer Mulle geschrieben und so dein... Ja, du hast dich vielleicht so 5 Minuten maximal, es waren 5 Minuten, mit der unterhalten und dann hast du Bock auf Sex schreiben. Das ist so immer dein Opener. So ist es halt. Ja. So wie es ja auch immer wieder in diesen Discord-Leaks vorkommt, ist es halt deine perverse Grundeinstellung. Die ist anscheinend immer gegeben. Es kann kein Thema geben, ohne dass das Sex-Thema dabei ist. Und da haben sie sich ja damals drüber beäumelt, weil ich Sexschreiben gesagt habe. Das hat eigentlich nur da den einfachen Hintergrund mit Info, dass ich gerne Cams mache oder halt Chats mache. Okay. Mehr ist da nicht dahinter. Nee, nicht ganz rein. Es ist halt, es zeigt deine perverse und widerliche Art, wie du auch mit Frauen umgehst. Du siehst Frauen einfach nicht als andere Person. Oder als Mensch, ganz, also ich würde jetzt tatsächlich sagen, als Mensch siehst du sie nicht, sondern als Triebbefriedigung. Du siehst die Person da nicht, sondern nur für dich eine Triebbefriedigung. Das sind Frauen für dich. Und das beweist halt auch dieses, hast du Bock auf Sex schreiben, ne? Ja. Wie ja auch gestern schon in dem Leak, den wir dazu gehört haben, wo Reinalde meint, nur weil er da nett zu einer Frau gewesen ist, da hätte sie ja ruhig mal ihre, ja, ihm was Gutes gönnen können. Ne? Ja. Cams, also, hattest du schon mal mit einer Frau so im Discord Kamera an und dann, echt? Im Discord nicht. Im Discord nicht. Nee, als Reinalde das Haus geerbt hat, hat er 10.000 Euro in so Erotik-Chats rausgeballert und ich gehe auch sehr stark davon aus, dass da Cam-Girls dabei gewesen sind.
Brauchst du kein Discord dafür, gibt es tausend andere Plattformen. Ja, ja, ich meine. Mit meiner ersten, mit der ich damals zusammen war, wir haben regelmäßig Camps über Hangout gemacht zum Beispiel. Und das habe ich auch mit anderen Mädels gemacht. Hangout? So wie raushängen lassen? Ja, Hangout ist über Google, das ist quasi sowas ähnliches wie Ding. Das ist was ähnliches wie Ding. Das ist geil. Ah, okay, und sie hat sich dann so befummelt und du hast dann da. Je öfter ich diesem Typ zuhöre, desto mehr glaube ich, das ist Rainers verschollener Bruder. An der Flöte gespielt, mäßig, okay. Ja, oder halt mit Toys oder so. Klar. Das ist übrigens eine Sache, die habe ich mein Leben noch nicht verstanden. Gab ja früher auch immer die Werbung, bin ja schon ein bisschen älter, ne? Gab früher immer die Werbung mit Ruf mich an, was weiß ich hier, reife irgendwie. Ja, sowas haben wir, sowas mache ich auch nicht. Es gibt ja Leute, die zahlen auch dafür. Das mache ich ja jetzt zum Beispiel nicht. Das, was ich gemacht habe, war ja mit meiner Freundin, weil wir ja zu weit auseinander gewohnt haben, um uns zu treffen. Darum ging es uns damals. Und dann sitzt man sich da gegenüber und guckt sich zu, wie man sich da gegenseitig am Sägezeug rumspielt. Ja und? Wo ist das Problem dabei? Wenn du deine Freundin gar nichts sehen kannst, ist das doch besser als gar nichts, oder? Na, ich weiß nicht, ob mir das was geben würde, wenn man sich da irgendwie, also wenn ich sehe, wie jetzt mal auf dem Handy sehe, du, wie ne? Ganz ehrlich, also. es gibt Fetische, ne, die muss man nicht verstehen. Und Fetisch ist es in dem Fall noch nicht einmal bei mir. Okay. Aber letzten Endes musst du es ja nicht verstehen. Es muss ja mir was geben. Oder meiner Freundin was geben. Ja, nee, ist ja richtig. War jetzt eigentlich auch bloß, also mir würde das nichts geben, wenn ich sehe, wie die sich an der Mumpe fummelt da, das wäre. So. Wenn du einen Po schaust, ist es nichts anderes. Mit dem Unterschied, dass du deiner Freundin dann auch noch Anweisungen geben kannst, zum Beispiel. Dass sie sich mal am Innenschenkel ein Tattoo machen soll, wo eine Meeresmuschel drauf ist. Wenn ich mal Ohr drauf lege, kann ich dann ins Meer riechen, oder wie? Oh, wenn ich so einen Schwachsinn immer höre, na ganz ehrlich, mein was? Gott. Was? Rainer, was? Du beschwerst dich darüber? Ey, Rainer, das ist mein Part. Nimm mir hier nicht meinen Job weg. Sollen das? Ey, wenn selbst Rainer, also, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Wenn selbst Rainer schon keinen Bock mehr auf das Sex-Thema hat, dann, Du hast doch auch irgendwelche Fetische, die andere nicht verstehen. Man muss doch jetzt nicht darüber lustig machen, oder? Das war jetzt einfach ein Witz. Das war ein Witz. Ja, es ist mir klar, dass es ein Witz war. Ich bin ja nicht bescheuert. Aber es muss doch jetzt nicht sein. Es kriselt. Es kriselt zwischen den beiden. Die hatten ja eigentlich so eine richtig gute Chemie, weil er war eigentlich genauso pervers wie Rainer, oder gefühlt zumindest. Und hatte halt immer diese, was will ich nennen, ja, diese Witze auf Lager, die Rainer ja auch immer ganz geil fand. Aber jetzt, wo er tatsächlich so das Thema kritisiert, was Rainer eigentlich so am Leben hält, weil Rainer hat halt keinen anderen Kontakt zu Frauen, außer halt über das Internet, Fernbeziehungen, wie er sie auch gerne nennt. Und das kritisiert er. Na, das geht gar nicht. Das mag Rainer nicht. Und er hatte ja auch in dem Leak von gestern, also in dem davor, was ja am selben Tag ist, hat er ja auch das Thema, diese Spiele mit den Toys, die man ja per USB verbinden kann. Und dann hat Rainer ja angefangen zu referieren über diese ganzen tollen Erotikspiele und was es da nicht alles gibt und was er da alles schon gemacht hat. Aber das hat ihn ja gar nicht so interessiert. War nur reine Interesse halber, aber so wirklich interessiert, also so wirklich machen wollte er es nicht. Er konnte sogar nicht verstehen, dass man das macht. Und das ärgert Rainer, glaube ich, ein bisschen. Ja? Und deswegen kriselt es. Sein gerade, oder? Ich bin doch gerade sowieso schon gereizt ohne Ende. Ja, du bist gereizt. Ich wollte jetzt auch einfach nur das Ganze vielleicht etwas auflockern. Entschuldigung. Das ist keine gute Idee bei mir. Sowas reizt mich bloß noch mehr. Ja, ja. Gerade wenn dann jemand so Witze über meine Vorlieben macht oder so, das packe ich gar nicht, weil das ist für mich mich so gleichbedeutend damit, dass jemand sich über meine Vorlieben lustig macht oder so, und das mag ich nicht, weil das ist Schwachsinn. Weil manche Leute haben ganz kranke Fetische und das ist. Ja, so wie du, Rainer. Deine Fetische sind auch ziemlich krank. Wir haben ja
Schon öfter darüber geredet, was du ja so toll findest. Ich nehme wie immer das Beispiel mit Rainerle und die großen Wassertiere. Mit welchem Tier hättest du Geschlechtsverkehr? Jeder normale Mensch mit keinem. Rainer mit einem Pferd, männlich, weiblich oder große Wassertiere. Hey, ich habe damals in einer Erotikplattform habe ich dieses Delfin-Thumbnail gesehen und da habe ich mir gedacht, hey, ich bin ja so gerade mal ein bisschen mein Gürkchen da am Kraulen, da klicke ich doch einfach mal drauf. Was macht das denn hier? Und dann habe ich gesehen, wie der Delfin da und der Typ da und so weiter, ne? Rainer, kein normaler Mensch würde dieses Video anklicken. Nie. Mann, kein normaler Mensch. Du und deine Fetische, ja. Und ja, Rainer. Du musst es halt auch aushalten. Kritik musst du auch mal aushalten können. Das ist auch okay, weil letzten Endes jeder seine eigenen Vor... War falsch verstanden. Ich habe in keiner Weise gesagt, dass ich das irgendwie abartig, abstoßend, abtürnend finde oder mich da über irgendwas lustig mache. Ich habe lediglich einfließen lassen, dass das für mich nichts wäre. Also ja, ich bin dumm. Ich Idiot bin hergegangen und habe gerade versehentlich, anstatt einen Screenshot zu machen, ich versehentlich gerade kurz auf Flugmodus gedrückt. Deswegen war ich ganz kurz weg, weil ich ja... Quatsch. Was ist das für ein Blödsinn? Über Hotspot bin ich dran. Also ich bin im Hotspot vom Handy auf Rechner online. Ja. Also ich habe nicht so die große Erfahrung, aber Rainer, würdest du sagen, was ist besser? Echter, also richtiger Sex oder übers Internet? Bitte? Was findest du toller, also richtiger Sex oder so Cams? Ich finde echten Sex natürlich toller. Was ist das für eine Frage? Ja, aber ich dachte, das wäre deine Vorliebe. Das ist jetzt genau der gleiche Quatschkratsche wieder. Also wenn ihr mich provozieren wollt, ne, so seid ihr auf dem richtigen Weg, sag ich euch gleich. Macht weiter. Was ist das denn für eine Frage? Wem quält denn bitte was Virtuelles besser als real? Wobei wahrscheinlich gibt es sogar noch einen Fetisch. Ich dachte, das ist deine Vorliebe. Ich bevorzuge eine echte Frau und echten Sex. Natürlich. Aber man kriegt nun mal nicht immer, was man will. Wenn das so wäre, würden die Hater längst alle am Galgen baumeln. Ach, okay. Alles klar, Rainer. Erstmal schön Morddrohungen aussprechen. Sehr gut. Sehr gut, Rainer. Sehr gut. Und ich hätte eine Villa auf Malle. Oder Madeira. Nee, Malle. Warst du noch nie auf Malle? Warum Malle, wenn ich Mallorca sag? Was? Warum Malle, wenn ich Mallorca sag? Wie ist er auf sowas, so Ballermann-mäßig? So. Nicht wirklich. So, fertig. Ich tatsächlich auch nicht, Rainer. Ich bin nicht so der große Fan von der Musik. Ich muss aber gestehen, dass ich wie lange ist es noch hin? 2 Wochen. In 2 Wochen werde ich tatsächlich nach Mallorca fliegen. Ich habe mich breitschlagen lassen zu einem Mallorca-Urlaub mit Freund, Familie. Ja, das wird schön. Freue mich schon. Bisschen Sonne, bisschen was trinken, was man halt so macht auf Mallorca, ne? Ist da überhaupt noch was los? Ich habe mal gehört, das soll ja tot sein. Nein, da ist was los. Tot ist es nicht, aber es wird begrenzt. Es wird stark begrenzt zurzeit, weil die nämlich so langsam keinen Bock mehr auf Sauftourismus haben. Ich glaube, was ich als letztes gesehen habe, man darf draußen nicht mehr so freizügig mit Alkohol rumlaufen. Einige oder viele Kneipen dürfen draußen keinen Alkohol mehr verkaufen. Es findet alles nur noch drinnen statt. Und bin ich mir gar nicht so sicher, ob das auf Mallorca war oder in Amsterdam, aber irgendwo gab es jetzt auch eine Sperrstunde. Ich glaube aber, es war Amsterdam, weil da sind sie ja jetzt auch mittlerweile wieder, oder was heißt mittlerweile, sie sind dazu übergegangen, jetzt da auch Riegel vorzuschieben, um diesem Sauf- und Drogentourismus so ein bisschen zuvorzukommen. Das Witzigste fand ich ja tatsächlich, wenn man in England
nach den günstigen Hotels sucht in Amsterdam oder nach beste Saufhotels oder so, dann kommt man direkt auf so eine Seite mit, wir wollen euch hier nicht. Go away. Wegen Corona, also ich war da letztens sogar noch. Aber je, also jetzt natürlich Nebensaison nicht, aber Sommer geht's da richtig ab. So, hier nochmal weitere Screenshots. Ah, haust du noch raus? Ja, mittlerweile hat Reinl ja alles wieder gelöscht. Ich bin in der Stadt, aber die Dorfleute, die hören ja auch immer so Ballermann-Musik, so auf ihren Dorffesten. Klar. Das dauert aber, glaube ich, erfahrungsgemäß länger, bis die Hits da ankommen. Kann sein. Oh, das ist nicht wunderbar. Mittlerweile, glaube ich, nicht. Manchmal sind wir auf dem Land, sind wir manchmal sogar schneller als in der Stadt. Hm. Hab sogar noch einen Screenshot, den ich posten kann. Na, mach mal. Mach mal, Rainer. Ernsthaft, noch einen? Wie dumm sind die Leute? Was ist jetzt schon wieder passiert? Wieder angerufen? Also irgendwie ist heute der Wurm dran. Sowas los. Mich fuckt das gerade ab hier. Es macht niemand irgendwas. Weil du gerade gesagt hattest, Hotspot, hast du kein WLAN bei dir im Hotel? Oder ist doch, natürlich. Was? Ich nutze grundsätzlich meinen Hotspot, weil das safer ist. Ah, safer? Okay. Interessant. Und ich habe normalerweise sowieso überall Empfang, also kann es mir am Arsch vorbeigehen. Hm. Okay. Darf ich fragen, in welchem Netz du bist? Also, darf du fragen, klar. Du darfst alles fragen. Das muss keine Antwort. Hä? Wieso ist das ein Geheimnis? Du hast doch Telekom, Alter. Also dann hast du nur eine endliche Flat, ne? Eine endliche Flat? Ja, also eine Flat ohne. Ich habe eine unbegrenzte Flat, ja. Ah, okay, ja. Ja, logisch. Logisch, ich bin doch nicht bescheuert. Ah. Doch. Ja, ich hab nur eine mit Datenvolumen, aber ich bin halt auch. Braucht man ja normalerweise auch, ja, die unbegrenzte. Die unbegrenzte ergibt ja nur dann Sinn, wenn du obdachlos bist, ja. Die unbegrenzte gibt ja nur dann Sinn, wenn du wie sagt man? Obdachlos. Mehr Datenvolumen verbrauchst, wie du beim Begrenzten hättest? Genau. Ja. Mensch. Ich glaube, ich sollte mich langsam hinlegen. Wie spät ist es denn? Da müssen wir jetzt die Zeitzone wissen, aber 1.42 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit. Ja, genau, weil ich in Brandenburg eine andere Zeitzone habe als du. Es gibt Lieder über Brandenburg, die das behaupten. Reinhard Grebel. Herzkeks. Ich hatte wegen dem Netz nur deswegen gefragt, weil letztens bei Vodafone irgendwie rauskam, dass die jetzt noch ein schnelleres 5G machen, dieses 5G Plus. Hätte sein können, dass du damit schon Erfahrungen gesammelt dafür hast. Dafür brauchst du aber auch ein Handy, der das entsprechend hat, ne? Nicht jedes Handy ist 5G-fähig. Hm. Ich verabschiede mich für heute. Gute Nacht. Ade. Gute Nacht. Läuft der Stream eigentlich noch? Ich weiß gar nicht. Schauen überhaupt jemand zu, ist die Frage ja, eigentlich wahrscheinlich sicher. Schau, doch. Schauen wir zu. Ich kenne das Spiel nicht. Ist das ein Baby, das irgendwie sich seinen Weg durchkämpft, oder? Fast. Binding of Isaac? Na, Rainer, erklärst du es oder nicht? Du meinst es doch, es kommt noch ein Video okay. gegen, ich denke, Ofenkäse. Kommt das morgen oder wann kommt das? Gegen Ofenkäse kommt jetzt erst einmal nichts mehr. Ich mache ja die ganze Zeit die gleichen Leute. Aber es kommen definitiv noch Videos, ja. Bin ich immer gespannt. Aber jetzt direkt im Anschluss. Morgen kommt ein Video. Oh. Das ist aber nicht über Ofenkäse. Also heute? Ist doch gar kein Video rausgekommen, oder? Okay, also könntest du mir hier schon so einen Teaser geben, oder? Könnte ich, ja. Oh, du hast doch schon gesagt, dass Hank der nächste wird. Schade. Irgendwie auch gehört. Wird aber witzig. Der wird irgendwie geleakt oder sowas. Also wenn das so witzig wird wie das gegen Ofi, Reinerle, dann gute Nacht. Was da? Wer denn? Bitte? Der Ofenkäse. Ach Gott, ganz ehrlich. Es wurden schon mehr geleakt.
Ja, der wurde doch gar nicht. Rainer, er wurde doch gar nicht geleakt. Es wurde irgendein Matthias gedroppt, also ein Name aus Hamburg. Aber der hat mit Ofenkäse eigentlich überhaupt nichts zu tun, so wie es aussieht. Und selbst wenn. Was wird das denn so juckenmäßig? Schaden tut es ihm definitiv nicht. Ist selber schuld. Es schadet ihm auch nicht. Und wo lädst du das Video hoch? Auf TikTok oder? Ich lade auf TikTok einen Trailer hoch und auf Odyssey das Video. So okay. Wie immer. YouTube wird nie wieder klappen, sagst du? Oder stehst du noch in Kontakt? Nein, habe ich nicht gesagt. Wann habe ich das bitte gesagt? Ich habe gar nicht gesagt, dass du das gesagt hast. Auch, du hast gesagt. Ja, sagst du, hast du gesagt. Und damit ja, sagst du es. Das war nur so eine Redewendung. Du hast es nirgendwo gesagt. Ja, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Ich arbeite nach wie vor dran. Ich warte halt auf eine Antwort. Schickst du immer wieder Reminder-E-Mails an YouTube? Bitte, lieber YouTube. YouTube zahlt besser als TikTok, ne? Bitte? YouTube zahlt besser als TikTok. Das spielt in dem Fall keine Rolle. Rainer, genau das tut es. YouTube Geld zu verdienen ist relativ easy, wenn man halt so die Reichweite hat oder ähnliches. Da musstest du ja irgendwann nicht mehr viel machen. Du hast einfach nur ein Video hochgeladen, das haben sich ein paar Dullis angeschaut und du musstest das einfach nur monetarisieren. Bei TikTok, da ist das ein bisschen schwieriger. Da müssen dir die Leute ja aktiv auch noch was spenden. Und dann halt auch noch die ganzen Abonnenten. Ja. Die ich sowieso nie verstehe. Leute, hört doch auf, ihn zu abonnieren und da die 6 Euro reinzuschmeißen. Naja. Und hier, TikTok nimmt natürlich auch einen großen Batzen vom Kuchen. Die nehmen sich schon ordentlich was von diesen ganzen Spenden da weg und überlassen dir die Krümel. Um die Livestreams geht, weil ich in den Livestreams ja nach den Zuschauerdingern bezahlt werde. Also was ihr spendet, bekomme ich ja. Und davon ist das Verhältnis definitiv besser, richtig. Aber warte mal. Ach scheiße, ich habe bloß noch 10 Münzen. Ich mach mal den. Aber bei Ding ist vor allem das Interessante. Ah, noch ein Damage-Up, sehr gut. Ding ist vor allem das Interessante. Ding. Wie viel Kohle man von den Videos bekommt, die man hochlädt. Was denn? YouTube oder TikTok? Okay, und Odyssey, zahlt das gut aus? Nein. Odyssey zahlt auch, aber ich weiß nicht, wie viel, da habe ich noch nicht genug Aufrufe gehabt bisher. Okay, also. Und Odyssey hat ja kein richtiges Geld, sondern diese Kryptowährung. Die haben ja ihre eigene Kryptowährung und die kannst du dann wiederum tauschen in Geld. Ja. Aber auf Odyssey kann ich theoretisch auch bezahlte Videos machen, also. Ah. Ja. Ah ja. Moment geht's ja eigentlich, glaube ich, wieder finanziell, oder? Also. Nein, überhaupt nicht. Im Moment ist lediglich für die Unterkunft gesorgt, nicht mehr und nicht weniger. Das ist Musik in meinen Ohren, Rainerle. Ist es dann so limitmäßig immer mit der Unterkunft? Also so, du hast gerade genug Geld für die Unterkunft oder hast du da irgendwie was Vertragliches mäßig, dass du da halt immer unterkommst, sag ich mal? Du, privat? Das sollte eigentlich klar sein, oder? Ich weiß nicht, was daran jetzt privat sein soll. Vor allem Rainer redet vor nicht mal 10 Minuten redet er darüber, dass er ja über Cam mit einer anderen Frau sich befriedigt und ähnliches. Und dann ist diese Frage mit, ja, musst du eigentlich deine Unterkunft, ist die begrenzt von der Zeit her oder musst du da immer wieder nachlegen? Das ist ja wohl Privatsache. Rainer, krieg mal deine Prioritäten auf die Reihe. Ne? Lass doch mal die
dieses ganze Sex-Thema, dampft das mal so auf ein Minimum ein. Aber wirklich, so ein absolutes Minimum. Am besten tatsächlich Privatsache. Also nur du und deine Hände. Aber sonst lass uns doch alle mal damit in Ruhe. Und dann kannst du diese einfache Frage, diese wirklich einfache Frage, die nicht in irgendeiner Weise provokant gewesen ist, die kannst du doch mal beantworten, anstatt dieses, mein Pensi ist 16,5 Zentimeter. Mann, das will keiner wissen. Ernsthaft, Rainer, ernsthaft. Prioritäten setzen, ne, bitte. Und hier deine Community nicht so ekelhaft behandeln. Also, okay. Achso, ja. Leute. Du warst nicht, dass das jemandem was angeht. Oh Mann, und der hat gestern in dem Leak erzählt, wie er da über seine beiden oder diese ganzen Ex-Freundinnen geredet hat und wie sie da von dem anderen oder der andere Kerl, wie er die vernascht hat und alles. Und so, jo, der Typ ist so durch im Kopf. Bist du immer noch auf Bewährung, ja, ne? Ja. Privatsache. Ja, ich bin immer noch auf Bewährung. Aber wieso? Das hier... Das ist eine dumme Aktion mit den Telegram-Nummern leaken. Ja, mein Lieber, das ist eine sehr dumme Aktion. Also dieses Leaken und so. Ist oh, ey, ganz ehrlich, ich diskutiere darüber definitiv nicht. Ich will dir doch nur helfen. Ja, nee. Aber deine Hilfe ist nicht willkommen. Mein lieber Rainer, der wird schon wissen, was er tun. Schließlich sitzt nicht er im Knast, sondern die ganzen Hater sitzen mit einem Bein im Knast. Willst du auf den Sack gehen? Die ganzen Hater machen das alle. Und die kommen auch nicht in den Knast. Warum soll ich in den Knast kommen? Rainer, weil die Hater sich nicht mit öffentlichen Namen irgendwo registrieren und das dann öffentlich posten. Ich sag ja nicht, dass das alles legal ist, was die Hater machen. Da sind schon ein paar Sachen dabei, die sind sehr, sehr grenzwertig. Und übertreten auch die Grenze, wie zum Beispiel halt das mit dem Feuerwehreinsätzen und Polizeieinsätzen und so weiter und so weiter. Klar, aber die werden halt deswegen nicht belangt, weil man halt den Namen nicht kennt. Würden die das öffentlich machen, so wie du, der als einziger in dieser Telegram-Gruppe nachweislich Posts verfassen kann, dann wären die auch am Arsch, Rainer. Dann würde man die auch anzeigen können. Verstehst du das nicht? Verstehst du es nicht? Du bist nicht anonym im Internet unterwegs. Bewährung bin oder was? Ich wette, von denen ist mehr als die Hälfte auf Bewährung. Würde ich 100 drauf wetten. Du hast mich erwischt. Ich mein, das ist ja natürlich illegal, was die Hater machen. Das ist halt, die machen das anonym. Ja, Mensch, ein Mann, der mitdenkt. Unglaublich. Ja, und wenn mich jemand anzeigen und wenn mich jemand anzeigen will, dann muss er mir seine Adresse geben. Und dann zeige ich ihn an wegen Belästigung. Und dann? Wieso wegen Belästigung? Er hat dich doch nur angerufen. Das hat nichts mit Belästigung zu tun, Rainer. Deine Nummer ist öffentlich im Internet vorhanden. Passiert gar nichts. Ja, ja. Wer mich anzeigen will von den Hatern, soll das gerne machen. Ich werde die auf alles verklagen, was sie besitzen. Weil die dich angerufen haben, Rainerle? Das ist nicht verboten. Es ist nicht verboten, eine Nummer zu wählen. Diese Nummer dann für andere zu veröffentlichen, mit der Absicht, diesen zu diffamieren, das schon. Das ist verboten. Sollen sie machen, wenn sie unbedingt meinen. Die rufen mich an und belästigen mich stundenlang, mitten in der Nacht, um die Uhrzeit belästigen die mich. Die texten mich und schreiben mich hier um die Uhrzeit zu. Und dann soll ich mir das gefallen lassen? Wenn sie besorgt dir eine neue Nummer. Die Anzeige, wo sie das machen, dann sind sie wegen Belästigung dran. Besorgt dir eine neue Nummer. Beschweren. Hol dir eine neue Nummer. Das ist nämlich immer die Sache. So, ihr geht mir immer auf den Sack und dann belästigt mich immer und dann ist das Geheule immer... Wieso ihr? Mit wem redest du, Rainer? Immer groß, am Ende. Das Geheule? Wieso holst du? Rainer, du heulst doch. Hast du dir nicht eine neue Nummer? Oh mein Gott. Ein Mensch, was würde das bringen? In einer Woche hast du wieder die ganze Welt.
Er weiß schon, dass er zu doof ist, diese Nummer geheim zu halten. Okay, Rainer, so viel Selbstreflexion habe ich gar nicht erwartet. Das spielt doch keine Rolle. Ich habe seit 20 Jahren, ich habe seit 10 Jahren die Nummer. Hm. Das spielt doch keine Rolle. Ja. Warum etwas ändern, was seit 10 Jahren ein Erfolg ist? Welche Nummer ich habe? Ja. Welche Nummer seit mehr als 10 Jahren? Deswegen hast du auch zwei. Ja, dann darf die halt nicht geleakt werden, so mäßig. Das ist doch völlig irrelevant. Die wird sowieso wieder geleakt. Die Nummer kannst du nicht geheim halten. Gibst du einer Person die Nummer, die gibt's weiter. Gerade bei mir. Naja. Da muss man halt aufpassen, wem man so Sachen gibt. Ach. Weißt du, ich renne jetzt rum und schreibe meine Telefonnummer auf dem Marktplatz rum. Hast du quasi gemacht, Rainer. Oder wie? Hm. Du gibst dir ja auch jeder Mulle, die dir irgendwie nur schreibt. Oder sagt, hey Rainer, wie geht's? Hier ist meine Nummer, lass mal Sex schreiben. Ne? Du hast sie zum Beispiel so in deinem Insta verlinkt. Ja und? Hm. Die Nummer ist seit 10 Jahren bekannt. Ja, aber ich meine ja mit der neuen, dann... Du es halt nicht, ne? Du, ey, ganz ehrlich, hör doch auf, über so einen Schwachsinn zu erzählen. Was habe ich gerade gesagt? Warum musst du jetzt eine Diskussion anfangen? Willst du rausfliegen, dann sag's einfach. Dann fliegst du nämlich raus. Da braucht man jetzt ja wieder eine Diskussion anfangen. Ich habe dir jetzt dreimal gesagt, dass es keinen Unterschied macht. Und du machst weiter und weiter und weiter. Wenn du rausfliegen willst, dann sag's mir bitte. Dann kann ich... Wann wird auch der letzte Drachi merken, was für ein ekelhafter Mensch der ist? Weiß ich nicht. Gibt es überhaupt noch Drachis? Ich frage mich ja das wirklich, ne? Dass da. Also, wenn ich da auf diesem Discord bin und ich höre mir das an, so auch jetzt wäre ich ein neutraler Mensch und ich würde Rainer da halt erstmal nur seit er angefangen hat, TikTok zu machen, würde ich den irgendwie kennen. Wir haben gedacht, ja gut, hey, der arme Junge, der wird ja hier nur gemobbt, unterstütze ich den mal mit 6 Euro und dann gehe ich auf seinen Discord, kann mich mit dem ein bisschen unterhalten und dann kann ich, vielleicht kann man ja irgendwie helfen. Und dann ist man da und entweder hört man nur zu oder man fragt Rainer irgendetwas und ja, gut angelegte 6 Euro. Denn Rainer will deine Ratschläge nicht. Rainer will auch keine Hilfe. Rainer will nur dein Geld. Das ist alles. Das ist wirklich alles. Kann ich mir die Zeit sparen und kann weiterzocken? Hm. Genau. Das ist alles. Rainer will zocken, das Gürkchen kraulen, essen und das war's. Ja. Das ist Rainers Lebensinhalt. Die ganze Zeit provozieren, oder? Euer unterschwelliges Gehate gibt mir so auf die Eier, Alter. Das war kein, so ein Hals. War kein Gehate. Entweder bekennst du Farbe und sagst, ey, Drache, du bist ein Arschloch. Dann kann ich dich bannen und dann sind wir beide zufrieden. Oder du lässt es. Aber dieses unterschwellige, das musst du so machen, das musst du so machen. Vor allem, ich sag dreimal, es macht keinen Unterschied. Dreimal habe ich das gesagt. Und trotzdem wird drauf beharrt, dass es so und so und so und so gemacht wird. Ich bin nicht du. Mach du es, wie du es für richtig hältst, wenn du unbedingt meinst. Ich mache es, wie ich für richtig hält. Und es ist immer noch in Ordnung. Mhm. Und es ist genauso richtig wie deine Variante. Weil es ist nee, für mich... Nee, ist es ja eben nicht, Rainer. Seit 10 Jahren funktioniert es nicht. Wenn du... Das ist genau wie alles andere. Nur weil du es immer und immer wieder machst, Rainer, wird kein anderes Ergebnis dabei rauskommen. Das ist die Definition von Wahnsinn. Richtig. Ich muss es ja nicht für dich richtig machen. Ich muss es nur für mich richtig machen. Und das ist immer dieses. Ist ja auch gut jetzt, Rainer. Wie oft willst du das eigentlich noch wiederholen? Immer so dieses Aufgedränge von Sachen. Das könnte ich so kotzen, ey. Hm. Ohne Scheiß. Akzeptiert halt mal die Meinung anderer Menschen. Akzeptier du doch mal die Meinung des anderen Menschen. Hm? Mensch, ey. Es reicht auch einmal zu sagen, Rainerle, dass du da nicht mehr drüber reden möchtest oder ähnliches. Aber du musst jetzt natürlich auch deine Stimmung so unfassbar neutral halten. Ihr seid halt nicht der Mittelpunkt der Welt. Eure Meinung hat nicht für jeden Menschen Gewicht. Rainer, dieser Satz aus deinem Mund
ist ja wohl die Höhe. Das ist ja wohl die Höhe. Boah. Sagt der Mensch, der auch wirklich sich für einen Gott hält. Der meint, seine Marke Drachenlord wäre 2 bis 3 Millionen wert. Boah. Nee, Reinhard, du bist einfach ein Nichts. Du kannst nichts, du wirst nichts können. Du wirst auch als Nichts verschwinden. Mann, ey, ganz ehrlich, da krieg ich schon Hals bei sowas. Ja, ja. Scheiße. Jeder. Okay, jetzt verstehe ich dich. Jetzt verstehe ich dich. Und wieder tot. Nicht schlecht. Kann ich jetzt mal ein paar verfickte Items haben, die gut sind? Keine Schimpfwörter. Ich hab mal so einen TikToker im Livestream, meinte mal, der besorgt dir irgendwie Kontakte zum Politiker. Hast du mit dem mal was zu tun gehabt? Mhm, der Typ hat mit der AfD zu tun. Danke, nein. Definitiv nein, da gehe ich lieber drauf. Also ich bin ehrlich, ich würde, also ich glaube schon, wenn man den Fall ein bisschen öffentlicher machen würde, ich glaube... Einmal sage ich es jetzt nochmal. AfD geht mir am Arsch vorbei. Ich will nichts mit Nazis oder Nazi-verähnlichen Geschichten zu tun haben. Punkt. Okay. Reicht das als Antwort? Okay. Und anderen Parteien, wer, wenn die... Du, ich habe grundsätzlich mit Politik nichts am Hut und die gehen mir grundsätzlich sowieso auf die Eier. Ich meine nur, weil, also ich finde das schon krass, dass die Politik da halt nichts ändert und dann würde ich halt auch an die Politik gehen, sozusagen. Ich würde mir auch wünschen, dass die Politik, Reinhold, ein absolutes Internetverbot ausspricht. Ja, aber es gibt halt immer zwei Seiten der Medaille, ne, Reinhold? Kann auch schnell nach hinten losgehen, deine Aktionen. Habe ich alles schon versucht. Ja, klar, Rainer. Hast du alles schon versucht? Ist alles schon da gewesen? Ich habe schon Briefe geschrieben an Angela Merkel damals. Ach, was rede ich denn da? An Helmut Kohl habe ich schon Briefe geschrieben, ne? Ein Schnacker bist du. Bist du nicht der Erste, der mich auf die Idee bringt? Und ich habe ja die Idee auch selber schon gehabt. Klar. Ja, was er meint, ist dieses Politikvideo, in dem er sagt, die Politik muss endlich mal ihren Arsch hochheben und was gegen Mobbing tun und so weiter. Ja, ja. Nicht so einfach, wie ihr euch das immer alle vorstellt. Mhm. Was soll ich denn machen? Soll ich zum Reichstag oder zum Bundestag? Nee, heißt das noch Reichstag oder wird es mittlerweile Bundestag genannt? Ich glaube, es heißt Reichstag. Einfach zum Bundestag gehen, ja, und einfach sagen, ey, ihr Wichser, ändert die Gesetze. Macht was, helft mir, ihr seid halt verantwortlich für die Menschen in der Welt, macht was gegen Mobbing. Ihr seid verantwortlich für die Menschen in der Welt, ja. Macht was gegen Mobbing. Genau so, Reinhold. Ey, ihr Wichser. Oh Mann, ey. Und Reinhold, wie du was ändern kannst, lösch dich und geh arbeiten. Ja. Mhm. Dann nicht eine Garantie im Knast, das sag ich dir. Ich fand diesen Sascha Lobo, den kennst du ja auch. Mhm. Der ist ja, also der ist eine ziemlich große Nummer beim Spiegel so und der hat dich ja auch öffentlich unterstützt, der hat ja sogar richtig viel Geld gespendet, 1000 Euro glaube ich. 500. 150 Euro hat er mir gespendet. Nein. 1000 Euro. Nein, Rainer, viel, viel mehr. 500 Euro hat er dir gespendet. Na klar. Hat er die nicht zweimal 500 Euro? Nein. Doch. Okay, hab ich vertan. Aber einmal 50 und einmal 100 Euro oder was war's? Nein. Der Typ ist so doof. Ich hab's kurz rausgesucht. Ne? Zack. Damals einer der 2021. 2017. Jetzt hat er es gesehen. Sascha Lobo, sehe ich das gerade richtig, Alter? Alter, hast du gerade ernsthaft 250 Euro rausgehauen? 250? Alter, du bist ja wahnsinnig, Junge. Hm. Du bist doch wahnsinnig, Alter. Naja, irgendwelche hohen Phasen. Vielen lieben Dank. Ey, du bist doch irre. Haut hier 250 Euro raus, Alter.
Oh, bist du krank. Übrigens auch ein Danke an die anderen Unterstützer natürlich, ne, die ich jetzt vielleicht übersehen habe oder so. Naja, schon mal ein bisschen Haarspray hochstylen soll. Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank. So, wir machen aber trotzdem mal weiter. Hm. Oh, heftig. Also vielen, vielen lieben Dank. Damit habe ich jetzt, mit sowas habe ich heute echt nicht gerechnet. Voll krass. Da, 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 da. Und da ist die zweite Spende. Jetzt hat er nochmal Alter, vielen lieben Dank. Alter, bitte übertreib's nicht so. Hat doch gereicht. Alter, ballert ihr hier voll raus. Ja, hab neulich auf spiegel.de über das schlimme Fehlurteil gegen dich geschrieben. Und den Hassmob. Liebe Grüße. Vielen, vielen lieben Dank. Jetzt hat er nochmal so viel raus. Gleich ballert mir das Hirn weg. Alter, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Richtig, richtig krass von dir. Alter, mir haut gleich das Hirn weg. Krass, Dankeschön. Bitte übertreib's nicht so. Es reicht, wenn du einen Euro oder zwei raushaust. Oder vielleicht mal einen Zehner, wenn du möchtest. Aber Alter. Ach, Rainer, halt doch den Mund. Ganz ehrlich. Tja, leider konnte er sich ein Jahr später an diese Spende schon nicht mehr erinnern. Da waren es plötzlich nur noch 150 Euro statt 500 Euro. Gut gemacht, Sascha Lobo. Gut gemacht. Du bist ihm sehr gut im Gedächtnis geblieben. Der hat Kontakte zum großen Medienblatt und weiß nicht. Also. Ich frage mich nur, wenn alle immer so viele Kontakte haben und so viel ändern wollen, warum hat sich noch nichts geändert? Dass das Sascha Lobo mit meinem Zeug was gemacht hat, das ist mittlerweile anderthalb Jahre her. Aber geändert hat sich nichts. Ja, weil du dich nicht geändert hast, Reinhard. Deswegen. Boah, jetzt hab ich wieder diese scheiß Dinger hier, Mann. Mhm. Das ist, was ich mich mal frage. Alle immer so, das muss geändert werden. Ja, passiert aber trotzdem nichts. Reinhard, du musst dich ändern. Das sagen alle. Alle sagen, du musst dich ändern. Hm. Aber tust du's? Alter! Nein, tust du nicht. Der Ofengeld hat sich auch nicht mehr gemeint wegen der Schwimmbad-Sache, ne? Zuerst sagen hier. Das liegt daran, dass Ofenkäse niemals etwas angedeutet hat, dass er dir eine Schwimmbadkarte bezahlen würde, eine Monatskarte. Und ist ja auch wieder wunderschön, Reinhold, wo dein Enthusiasmus geblieben ist für ich mache jetzt Sport. Hm? Verpufft ist der. Finanziert ihr das und dann... Was? Wegen dieser Schwimmbadsache. Meinst du doch, Ofenkäse, der soll sich das... Also der, du meinst doch mal, der wird dir das kaufen? Hat jetzt doch nicht... Ja, Ofi sagt viel in der Tag. Ja, und das hat er also nie gesagt. So wie viele andere Hater auch. Hm. Naja. Das sind alle Hater. Alle sind Hater. Also sie labern nicht nur Scheiße, aber in erster Linie labern sie Scheiße. Hm. Oh ja. Meistens reden wir halt über dich, Reinerle, und da kommt halt meist nur Scheiße bei raus. Deswegen. Ich frage mich, wo Leute wie RBS und so heute sind. Was sie heute machen. Die haben ein gutes Leben. RBS hat sich ja zwischendurch auch mal wieder gemeldet. Der wollte ja jetzt irgendwie wieder was machen. Der auf TikTok nervt er mich momentan wieder. Hm? TikTok nervt er dich? Wurde doch mal geleakt, habe ich gehört. Der ist so voll besessen von dir. Ja, so wie viele andere halt auch noch. Mhm. Ach, Kane. Na, los geht's. Was ist mit deinem Mod? Bitte? Fliegen, die haben so eine ganz, ganz winzige Hitbox, aber da machen die einfach so Schaden. Naja, die Fliegen sind gerne unterschätzte Gegner. Mhm. In dem Game. Die da sind fies. Die da. Wenn du die zerlegst, dann schießen sie noch eine Kugel ab. So, Boss. Larry Junior, Mano.
spawnt der Wichser einfach mal in mir. So ein Bastard. Und ich habe Ziel direkt nach dem Raum Mittlers und habe aber nur zwei Fliegen aufgebraucht. Oh, das ist jetzt richtig bitter. Ich kann mir die zwei Kisten nicht nehmen. Weil ich keine Bombe mehr habe. Ja, das macht aber auch mehr Schaden, oder? Die Fässer? Naja, schon, aber der Nutzenfaktor daran ist relativ gering. So, Jungs, ich bin gleich wieder da. Schön, wieder eure Nachrichten. Hey. Ich habe jetzt in der Zeit, wo ich vorhin die ganzen Nachrichten rausgelöscht habe, habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nachrichten gekriegt. Und es ist nur auf WhatsApp. Da denken Leute an dich, Reinhard. Das ist doch nett. Findest du nicht? Nö, wahrscheinlich nicht, ne? Naja. Ihr Lieben, das war der kleine Nachtrag zu dem Discord-Leak vom 25. noch. Ups. Wir hören oder gehen dann direkt weiter in den Discord-Leak vom 26.04., also heute. Ne? Lass mich nur ganz fix hier das Bild ändern. Was gemacht? Ja, 26.04. So. Dann. Wir schauen natürlich auch wieder bei Demütigung. Sechste Folge der neuen Discord-Staffel. Ganz frisch von 19 Uhr. Heute 19 Uhr? Echt? Okay. Heute 19 Uhr, ihr Lieben, aufgenommen. Ein Rating 7 von 10. Folge 6, Boxkampf und Troll. Das Ganze geht, wie gesagt, nur 16 Minuten. Wir starten direkt rein. Hallo und herzlich willkommen. Wenn ihr auch Aufnahmen aus dem Discord habt, dann schickt sie mir gerne per Twitter. Ich veröffentliche die Aufnahmen dann hier auf dem Kanal. Falls gewünscht auch mit einer Dankessagung oder Widmung. Aber jetzt, viel Spaß beim Video und Sayonara Matane. Jemand rausgegangen. Ah. Die Katze bleibt, keine Sorge. Nein, ich sag jetzt nichts dazu. Hey, Katze ist mein heimlicher Favorit heute. Katze? Mhm. Ich richte schöne Grüße aus. Wie heißt die Katze überhaupt? Bitte? Wie heißt die Katze überhaupt? Das ist die Susa. Oh. Susa. Die Susa. Moin, moin. Das würdest ist die du Susi, aber ohne I, aber mit A. Sie hieß würdest ursprünglich Susi, aber jeder nennt sie Susa. Also das hat sich halt so ergeben. Stramm. Würdest du die für 10.000 Euro essen? Also. Nee. Der kam jetzt unerwartet, muss ich sagen. Er hat mich kalt erwischt. Nee. 100.000? Das ist eine Menge Geld, ne? Weiß ich. Meine Güte, man muss nicht alles mit Geld aufwiegen. Würde ich, glaube ich, auch nicht machen. Eine Katze essen, vor allem meine eigene. Danke, so ist es für 10.000. Das heißt hier, glaube ich, weiß, dass ich es nicht machen würde. Nicht mein Hund essen. No. Echt? Ja. Also, jeder einzelne Happen. Ja. Was? Also für 10.000 Euro würde ich auch einen Hotdog essen. Ein Hotdog schon, ja, aber mein Hund doch nicht. Das ist ein heißer Hund. Was du wolltest gerade sagen, ja, Hotdog heißt doch heißer Hund. Oh, nee. Oh, ja, Rainer, Mensch, was, also wenn du deinen eigenen Witz erklären musst, dann ist er halt nicht witzig. Ist sie wieder? Miau. Eiser Hund. Hey, wo ist unsere Armee? Die wurde draußen vergessen, die wurde nicht reingelassen. Ich glaube auch. Oh, scheiße. Ach ja.
Wie kann es sein, dass eigentlich immer eine fette Mücke, immer irgendeine fette Mücke auf dem Fliegengitter sitzt? Es ist immer mindestens eine Mücke da, die auf dem Fliegengitter sitzt. Egal zu welcher Jahreszeit. Ich habe keine Ahnung, was du für ein Fliegengitter hast. Vielleicht ist es kein Fliegengitter, vielleicht ist es keine Fliege, was du da siehst, sondern vielleicht ist es einfach nur ein... zum einen, es ist eine Mücke. Es ist eine Mücke, über die wir reden, nicht über eine Fliege. Das, was aussieht wie eine Fliege, und das ist in Wirklichkeit eigentlich nur ein Stück Stoff oder so, was einfach nur zeigen soll, dass du ein Fliegengitter an der Wand hast. Hm. Nein, das ist, glaube ich, nicht so. Nee, das ist ein Käfer oder so. Wieso kamen jetzt da meine Charaktere nicht mit rein? Habe ich die jetzt alle abgegeben, oder was? Oh, Rainer. Nee, hier sind sie schon dabei. Ich frage mich ja wirklich, wie viel bewegt sich dieser Mensch überhaupt noch? Das war ja damals schon in der Schanze. Also ich würde jetzt nicht sagen grenzwertig, aber er hat sich ja kaum noch in irgendeiner Form körperlich betätigt. Er ist ja vielleicht ab und zu mal rausgegangen und hat da im Hof noch irgendwas gemacht und ist da hin und her gewongelt. Aber jetzt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er in dieser Woche seinen Unterschlupf irgendwie mal verlassen hat. Seien wir mal ehrlich, ich glaube, er wäre irgendwo erkannt worden, wenn er unterwegs gewesen wäre. Ich glaube, er ist da tatsächlich die ganze Woche jetzt schon einfach nur in diesem Zimmer oder in diesem Raum, was auch immer das ist. Auf jeden Fall ist er nicht in irgendeinem Hotel. Er ist wahrscheinlich bei irgendeinem Drachi oder irgendeiner Frau S. Wer weiß das schon. Na? Doch. Ach ja, nachher noch ein paar Folgen der Demo, du Tempest schon. Mach das. Hast du sonst auch was zu schauen? Sonst nichts zu tun. Kriegen wir auch was zu schauen? Du kannst dir ja meine Wiedergeburt als Schleim anschauen. Hindert dich doch keiner dran. Nein, ich meine ja von dir. Was zur Hölle? Wobei willst du mir zuschauen? Soll ich jetzt hier auch noch ein Striptease hinlegen oder was? Nein, ja, das ist ja schön. Was dich hier schon wieder von mir verlangt, Alter, ne? Jetzt wollen die Leute hier schon Striptease sehen, aber was ist denn das? Nein, das will keiner. Bei einem Striptease wäre ich dabei. Camsex gibt's hier nicht, Alter. Und der andere macht mir gleich noch deutlichere Angebote als der andere. Wahnsinn. Eigentlich meinte ich das Video, was du vorhin schneiden wolltest. Ja, ich warte immer noch auf ein Ding. Auf Eingebung. Auf was? Eingebung. Auf eine Eingebung. Irgendwas fehlt da noch. Ich bin nicht zufrieden. Oh Leute, ich sehe hier gerade eine Premiere von der Eule gegen Mobbing. Noch ein Discord-Leak. Oh meine Güte, wie viele Discord... Also, können wir nicht einfach so eine Live-Schaltung zu diesem Discord machen demnächst? Also wirklich, Rainer, dann mach dein Discord doch einfach öffentlich. Es kommt eh alles ans Licht. Ich weiß was, Katzen. Ja. Aber ich denke, ich futter jetzt dann noch den Rest von meiner Pizza. Was gab's für eine Pizza? Und werde dann langsam mal aufgehen oder so. Hoffentlich Pizza Pepperoni. Salami-Pizza. Ja. Standard. Quasi. Das ist mir zu basic, wenn ich ehrlich bin. Schmeckt trotzdem gut. Basic ist für mich eigentlich eine Salami-Pizza mit Champignons. Champignons. Na klar. Auf eine Salami-Pizza gehören Champignons, Zwiebeln und zwei oder drei verschiedene Arten Käse. Das ist mal richtig schön fettig. Aber Reinhold redet sich wahrscheinlich ein, durch die Champignons ist es ja gesund.
zwei bis drei verschiedene Arten Käse. Nee, wenn dann Pizza, dann esse ich tatsächlich am liebsten auch mit Champignons, aber mit Schinken. Schinken und Champignons. Mehr brauche ich fast gar nicht. Und wenn, dann vielleicht noch ein bisschen Mais oder Peperoni oder ähnliches. Ja, aber das reicht mir dann auch schon. Nee. Allgemein weiß ich aber nicht, was für eine Salami-Pizza du willst. Du. Oder so eine schöne Vier-Käse-Pizza ist auch geil. Hm. Ja. Oh ja, Vier-Käse-Pizza geht immer. Aber ist immer so mächtig. Also die liegt immer so schwer im Magen, finde ich. Da ist Schimmelkäse drauf. Magst du nicht? Käse gegen Rio oder so ähnlich, ne? Schimmelkäse ist lecker. Ja. Schimmelkäse mag ich nicht. Das ekelt mich irgendwie an, wenn ich ehrlich bin. Ein Kind. Auf der anderen Pizza vorhin, ich habe ja zwei bestellt, damit ich heute Abend auch noch was habe, dass ich jetzt zwei bestellen muss heute. Er hat zwei Pizzen bestellt. Rainer. Du wolltest am 17.04. wolltest du eigentlich komplett neu anfangen. Mit Ernährung, mit Sport und Bewegung. Und jetzt redest du hier davon, dass du dir zwei Pizzen bestellt hast, damit du dir nachher nicht noch eine bestellen musstest. Ey, ich werd nicht mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Rainer. Und du bewegst dich halt. Ich gehe davon aus, ich hab's ja vorhin gesagt, ich gehe davon aus, du bewegst dich 0. 0,0 gar nicht. Und auf der zweiten Pizza war auch das war Salami, was war das? Das war eine Schinkenpizza. Ach so. Und auf der waren zwei verschiedene, auf der war Gorgonzola-Käse mit drauf. Gorgonzola ist lecker. Ich liebe Gorgonzola. Ja, sehr lecker. Nicht auf der Pizza. Nicht? Und mit Spinat? Boah. Warum bestellst du die dann? Ja, mit Spinat vielleicht, aber da war kein Spinat drauf. Ah, dann... War dann nur Gorgonzola und der... Gorgonzola und Salami, ich habe doch gerade gesagt, Gorgonzola und Schinken. Ja, okay. Gorgonzola. Gorgonzola. Gorgonzo, Gorgonzo, Gorgonzo. Keine Ahnung. Klare Scheiße. Reinhard, mal eine Frage noch zu einem anderen Thema. Wäre es eigentlich für dich okay, wenn ich durch Nekromantie Rudi wiederbelebe, damit er dich mal richtig übers Bein legen kann für deine ganzen kleinen Angelegenheiten hier, für deine ganzen letzten Videos, für dieses klägliche React? Das war schon wirklich wunderschön. Merkt ihr, wie er außer Atem ist? Der ist total außer Atem gerade. Merkt ihr das? Ja, Rainer, aber ja. Ist halt auch schon aufregend. Ne? Kann ich mir schon vorstellen, dass er da ein bisschen aufgeregt ist. Der ist jetzt so aufgeregt, dass er außer Atem ist. Jetzt kann er nicht richtig sehen. So. Und Junge Rainer, du warst außer Atem, als du deinen Rucksack ausgepackt hast. Ja, aber da bin ich ja in Bewegung. Bitte. Und du sitzt gerade. Du hast und deinen Rucksack ausgepackt. Ja, aber ich brauche wenigstens nicht dabei. Ich brauche dabei wenigstens nicht hier rumsitzen und reden. Ich brauche da wenigstens nicht bei rumsitzen und reden. Ja, okay, Rainerle, okay. Ergibt zwar keinen Sinn so richtig, aber okay. Von mir aus. Ja, aber der hat ja auch nicht ganz Unrecht. Du musst dich ja nur 2 Meter bewegen, dann bist du außer Atem und schwitzt und ölst. Also, deine Kondition, Rainerle, ist am Tiefpunkt. Du bist ja schon beim Sitzen und Reden. Du bist ja schon außer Atem, wenn du nur sitzt und redest. Ich habe mich wenigstens bewegt dabei. Du hast deinen Rucksack. Rainer, du hast deinen. Ja, er wird's ja. Er sagt's selber. Ich lass ihn ausreden. Ausgepackt, Rainer. Da war nur merkt Mist drin für dein Survival. Ja. Merkt ihr, wie der im Luft holt? Merkt ihr das? Voll der Witzbold, oder? Junge Rainer, das sind alles auch Hater hier. Rainer. Das sind alles auch Hater hier. Die verarschen dich alle. Na und? Das ist doch die labern dir alle nach der Nase. Ja, und das sagt alles über dich aus, dass dir das nicht egal ist. Mir ist das nicht egal. Mir ist das egal. Warum soll mir das... Warum soll mir das... wie?
Das sagt ja, mir nach. Das sagt mir, ist das wenn man sich nicht immer nur mit Leuten umgibt, die einen eigentlich anlügen, die eigentlich nur darauf warten, dass man wieder was Dummes sagt. Ich umgebe mich mit niemandem. Ich war zu. Nein, du lässt dich hier bei deinem komischen Succubus-Game zuschauen, ja, was die allerletzte Scheiße ist, und lässt dir Honig um den Mund schmieren von den Masken hier. Ich lasse mir von niemandem irgendwas. Hä? Doch, wir haben komm, über mich sei doch geredet. Mal ehrlich zu dir. Sei doch mal ehrlich zu dir selbst. Okay, wir sind ehrlich. Wir haben nicht über mich geredet. Die ganze Zeit nicht. Doch. Wir haben über die Katze geredet. Ey, dann wurde es ich ging wegen um dem, deinen dem lächerlichen Boxkampf, um diese ganze lächerlich. Scharade okay, weißt mit du deinen was? Heinis von TikTok. Stopp, wir machen es anders. Ich fordere dich heraus. Wenn der lächerliche ist, heraus. Ich fordere dich heraus. Hallo, zum Boxen. Lächerliche Witzfigur. Wenn du hier meinst, du kannst dir die Fresse aufreißen, fordere ich dich heraus. Du sagst, er ist lächerlich, ich hau dich in der ersten Runde um. Mit einem Schlag liegst du auf den Brettern, das schwöre ich dir. Ja, und genau das mir, ist das pass auf, du kommst daran, hierher, Rainer. Genau, du willst die Fresse aufreißen und willst nicht auf das Sack gehen. Es ist komplett realitätsfern, irgendeine Angelegenheit mit einem Boxkampf klären zu wollen. Ja, die führen dich vor, die sind schlauer als du, Rainer. Oh mein Gott. Das war, ich habe es jetzt einfach mal so durchlaufen lassen, ne, ohne was zu sagen. Ich fand das eigentlich ganz, ganz schick, wie er da immer gegen angeht. Bis jetzt hält er sich wacker. Glaube er, oder? Die Stimme kann ein bisschen täuschen, weil sie halt auch so aufgeregt ist. Könnte eine Frau sein, könnte ein Mann sein. Das erkenne ich so an der Stimme nicht so ganz. Müsste ich nochmal genauer hinhören. Tut mir leid, wenn ich... Also ich bin... No front, wirklich nicht. Er macht das bis jetzt, oder sie macht das bis jetzt sehr gut. Und dass man aufgeregt ist, wenn man da in dem Discord ist und da eigentlich erwartet, nachdem man ja das gesagt hat, gebannt zu werden und dann... gibt Rainer einem tatsächlich noch die Chance, weiter mit ihm da zu diskutieren, sage ich jetzt mal, oder ihn weiter zu beleidigen? Das ist schon schwierig, ja. Das glaube ich. Das muss man halt auch schaffen. Dieser Boxkampf, es kommt halt alles wieder. Es ist ein verdammter Kreislauf, dieses Drachengame. Das hatten wir ja schon damals mit Hans Entertainment. Da war halt nicht Katal da, sondern Lachflat wollte das organisieren. Jetzt haben wir Katal, der das organisieren möchte. Und der nächste Gegner ist, ich weiß gar nicht, wen wollten sie nehmen? Klonter, ne? Ich glaube, es gab so eine komische Abstimmung. Klonter, Ofi, Hank oder noch jemanden? Gab es denn noch jemanden? Ich weiß gar nicht mehr. Naja, aber es ist einfach nur, ja, lächerlich. Einfach lächerlich. Selbst wenn einer der Hater sich dazu bereit erklären würde, bei Rainerle ist halt dann irgendwann auch Schluss. Genauso wie damals ja auch bei Hans Entertainment, wo er ja auch kurz vor knapp dann gesagt hat, nö, machen wir jetzt nicht mehr. Schlauer. Die sind ja? Schlauer und als du, Rainer. Und du merkst es nicht. Du merkst es nicht. Ah, pass auf, hier. Jetzt die verarschen so, dich. Jetzt pass auf, du kleiner Angeber. Verarschen ja? dich von vorne bis hinten. Ich hab ihn gerade gemutet. Junge, du kleine Poser-Pussy, ja? Nicht gemutet, du hast dir die Fresse ja, dann musst du ihn selber muten. Achso, ich dachte schon. Ja, das hat Rainer Lea auch mal ganz gerne gemacht. Auch in den alten Discord-Leaks von 2021, da hat er ja einfach die Leute bei sich auf stumm geschaltet, sodass er sie nicht hören musste. Und dann kam ja seine Schimpftirade beziehungsweise seine Schallplatte, die er abspielen konnte, damit, weiß ich nicht, das ist halt, damit der Dampf entweicht wahrscheinlich aus diesem Kopf. Anders kann ich es mir auch nicht erklären, sonst würde der wahrscheinlich explodieren. Die heiße Luft muss raus. Ah. Ach, Leute, Metal off. Ist jetzt raus? Nee. Du kleine Poser-Pussy, reißt dir ganz schön die Fresse auf dafür, dass du ja eigentlich keine Ahnung hast, wovon du redest. Er kann sich's nicht mal anhören, ja? Er hält's nicht aus, die Wahrheit. Aber warte, wir machen es anders. So, jetzt kann er nicht mehr reden. Aber das hört. Seht ihr? Genau das meine ich.
Rainer schaltet den stumm und dann geht seine Schimpftirade los. Dadurch ist die Kritik oder alles andere ist ja nicht weg. Er schaltet es halt nur auf stumm. Aber es bricht sich ja immer wieder neue Bahnen. Aber für Reinerle ist das ein Sieg. Das ist für Reinerle kompletter Sieg in seinen Augen. Es ist halt nur maximal lächerlich für jeden anderen, der Reinerle dazuhören muss jetzt. Na gut, lassen wir es über uns ergehen. Mal sehen, was Reinerle jetzt alles an tollen Kindergartenbeleidigungen rauskramt. Sollte er zumindest nicht mehr. Hm. So. Gut, eine Pause, Pussy. Hm. Seid ihr immer noch? Nee, ich wollte es nur überprüfen. Ja. Ah, jetzt geht er raus, weil er diese Fresse aufreißen kann und Rainer, warum sollte ich mir das anhören wollen? Wirklich, wenn du jemanden stumm schaltest, warum soll ich da sitzen und mir das anhören, wie du jemanden beleidigst oder ähnliches? Was erwartest du? Das ist eigentlich so tatsächlich das Schlauste, was man machen konnte. Einfach rausgehen. Weil, wenn ich nichts mehr sagen kann, ja, dann bringt's ja auch nichts. Ich fordere ihn heraus, es soll kommen. Mir ist klar, dass 99% von den Leuten hier drin Hater sind. Das ist mir aber scheißegal, weil ihr könnt euch zumindest benehmen und man kann sich. Ist mir auch egal. Ich sag's nochmal ganz deutlich für alle, auch die für hier Aufnahmen machen. Es ist mir egal. Seid hier drinnen. Solange ihr euch vernünftig verhaltet und man sich vernünftig unterhalten kann, ist mir das scheißegal. Und wenn euch die Themen. Deswegen, Leute, auf geht's. Eskaliert. In diesen Discords. Einfach immer, immer und immer wieder eskalieren. So wie der Kollege gerade. Einfach hier komplett Reinerle durchbeleidigen oder halt ihn auf seine Fehler ansprechen. Oder ihn fragen, hey Reinerle, wie geht's eigentlich so deiner Ehre, ne? Glaubst du wirklich, dein Vater wäre stolz auf dich? Glaubst du, deine Familie wäre stolz auf dich, was du geleistet hast, dass du das ganze Erbe verhauen hast? Hm? Glaubst du das, mein Lieber? Ja. Würdest du nochmal auf Wacken gehen, Reinerle, kurz nachdem dein Vater gestorben ist? Ja, was bereust du eigentlich so? Ja. Ja. Deswegen, Leute, hört auf, da in irgendeiner Form Reinerle in den Hintern zu kriechen. Dieses ganze Speergelutsche, das bringt nichts. Das bringt einfach nichts. Themen, über die ich reden will, lächerlich vorkommen, dann ist das so. Das ist doch eure Zeitverschwendung. Mir ist das scheißegal. Ich bin hier drin, ich unterhalte mich mit Leuten, ich zocke ein bisschen nebenbei und dann, oder besser gesagt, ich zocke hier die ganze Zeit und nebenbei unterhalte ich mich ein bisschen und höre nur so mit einem halben Ohr zu. Warum soll ich mir da großen Ei drüber machen? Also, ich wollte ja gerade sagen, das wäre ja, es ist ja wirklich eine Beleidigung für jeden, der Reinerle halt nicht kennt oder der wirklich in irgendeiner Form ein Fan sein sollte. Aber ich gehe einfach mittlerweile auch davon aus, da sind keine Drachis auf diesem scheiß Discord. Außer vielleicht der eine Typ da mit seinen ekelhaften Witzen, der ungefähr ein Level mit Reinerle ist. Weil ich den noch gar nicht gehört habe. Also jetzt in dem aktuellen Leak vom 26. heute. Naja, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Da werde ich weder ein Küken ausbrüten in der Zeit, noch werde ich mir gebratene Eier machen können damit. Mir ist das scheißegal. Und wenn ihr mich alle durch die Bank weg hast, das ist mir egal. Das geht mir im Arsch vorbei. Darauf werde ich mir heute Abend auch kein fetten. Aber also, was für eine lächerliche Nummer. Wer sagt denn, dass dich hier jeder hasst? Also. Hab ich nicht gesagt. Ich sagte, wenn es so ist. Doch, hast du gesagt, Reinhard. Du gehst davon aus, dass alle in diesem Discord der Hater sind. 99%. Du musst zuhören. Ja. Ja, aber du meintest auch eben, du gehst davon aus, dass 99% der Leute hier Hater sind. Ich gehe davon, ja, 99%, das sind nicht alle. Mir persönlich ist es scheiße, und außerdem ist es mir scheißegal, du hörst nicht. Ja, und du hast ja auch schon gesagt, dass du dich mitzählst und du wärst das 1%. Zu, warum willst du jetzt darüber diskutieren? Das ist doch völlig irrelevant, das ist doch ein Thema, das braucht man jetzt darüber, da braucht man jetzt darüber diskutieren. Doch, Rainer, natürlich muss man darüber diskutieren, wenn dieser Mensch wirklich einen Fan, Drachi, Unterstützer oder was weiß ich sein sollte, dann ist das ein Schlag ins Gesicht für denjenigen, der dich da unterstützt, der dir Geld gibt oder ähnliches. Und ich hoffe, er merkt es. Wenn er wirklich ein Drachi wäre oder ist, dann hoffe ich, merkt er jetzt endlich mal, wen er da unterstützt. Diese ekelhafte Qualle da.
Aber so kann man sich halt auch wirklich jeden, aber auch wirklich jeden Unterstützer zunichte machen. Naja, hoffen wir es. Hoffen wir es. Rainer ist und war schon immer sein eigener größter Hater. Rainer legt sich immer die größten Steine in den Weg und zerstört halt auch immer alles, was Vergangenheits-Rainer vielleicht in irgendeiner Form hätte aufbauen können. Oder aufgebaut hat, besser gesagt. Ja. Er will ja auch immer so eine eigene Community aufbauen, was ich nie verstanden habe. Sie redet ja davon, oh, wir sind hier alle so eine tolle Kuschel-Community, die Drachis, steht auf, meine Drachis, wo sind meine Fans und alles Mögliche. Und dann auf dem Discord, wo halt die Leute sind, die ihn wirklich abonniert haben, da redet er dann so und sagt hier, ja, 99% der Leute hier drauf sind eh alles Hater. Alles sind Hater. Aber in den Streams, in den TikTok-Streams sind so, ja, ach hier, guck mal, da ist der liebe Ben und da ist der Guido und so, oh, wir haben hier alle Spaß, wir haben Spaß. Mir geht's am Arsch vorbei, so oder so, egal wie es ist, mir ist das wurscht. Okay. Meinst du, ich fett mich heute Abend darauf an, dass jetzt hier Hater drin sind oder drin waren? Nee, darum geht's ja gar nicht. Ich glaube, es geht eher den Leuten, denn wahrscheinlich gegen den Strich, die halt keine sind, die sich dann halt angesprochen fühlen, sagen wir es mal so. Also wenn du kein Hater bist, brauchst du dich ja nicht angesprochen fühlen. Punkt. Wenn du sagst, 99% der Leute sind Hater, Rainer, wer soll sich denn da nicht angesprochen fühlen? Ich spreche ja nicht von mir, aber es gibt bestimmt welche, die fühlen sich trotzdem angesprochen, weil nicht jeder ist gleich. Noch einmal, wenn du kein Hater bist, brauchst du dich nicht angesprochen fühlen. Und dann ist diese Diskussion hier schon sinnlos. Und wenn du Diskussion jetzt weitermachst, fliegst du auch raus, weil ich habe keinen Bock darüber zu diskutieren, ob es richtig oder falsch ist, dass ich sage 99%. Okay. Oh, wenn ich sage 100%, wäre es vielleicht falsch. Vielleicht auch nicht. Aber das hast du doch schon erklärt, Rainerle. Du zählst dich mit bei den Hatern, also bei den Leuten, die du da angibst. Das heißt, du bist das 1%. Das hast du ja schon gesagt in den letzten Leaks. Also von daher gehst du davon aus, alle um dich herum sind Hater. Aber darum geht's ja. Das geht darum, dass ich nicht 100%ig gesagt habe. Und ich habe gesagt, dass es nicht 100% ist. Ja, und das ist dann auch durch. Und jetzt ist das Thema auch durch. Gut. Mein Gott, ey. Da wird schon drüber diskutiert, warum ich sage, dass es nicht so ist. Und ich sag noch, es ist da diskutiert man darüber, dass man nicht darüber diskutieren will. Das ist genauso wie, keine Ahnung, dass du beim Rasenmähen gefragt wirst, ob du Rasenmähen wirst heute. Was zur Hölle? Was nicht versteht. Das ergibt keinen Sinn, der Vergleich. Nicht Rainer. Stehe ich absolut. Und mir gefällt es hier. Möchte ich auch mal einfach mal sagen. Ja. Ich habe wie immer alles verpasst, weil ich einen Anruf bekommen habe. Schade. Und was ist denn war schon wieder? Ja, du hast nicht viel verpasst. Was? Ja, einer hat bald wieder da, hat ein bisschen umgebrüllt, ist dann geflogen. Ja. Der ist sogar von alleine gegangen, ne? Ja, stimmt, ich wollte gerade sagen. Ja. Der ist von, ja, ich habe ihn inzwischen auch gebannt, aber der ist von alleine gegangen, weil ich ihn, weil ich ihm den Rang weggenommen habe. Okay. Warte mal, das habe ich. Es ergibt keinen Sinn für die Leute, er ist gegangen, weil er nicht reden konnte. Habe ich den jetzt gebannt? Warte mal, kurz nachschauen. War das ein Junge oder ein Mädchen, das eine weibliche Stimme gehabt? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Das war wahrscheinlich irgendjemand, der noch nicht in meinem Stimmbruch ist. Mhm. Ja, habe ich gebannt. Kartoffel. Karaoke Carsten hat er geheißen. Das ja. Habe ich doch schon alles gesehen bei so einem Namen, Alter. Mhm. Zur Hölle. Ja, gut, ich heiße XXX, aber das steht für Amsterdam. Aha. Amsterdam. Das steht eigentlich für andere Dinge, aber ja. Ja, aber auch für Amsterdam. So, das ist Amsterdam, hat immer die 3 X. Oh, aber ich werde jetzt mal noch irgendwas flatzen. Das ist gut. Und meine Serie weitergucken, das heißt, ich bin dann erstmal raus. Mhm. Okay, ja, vielleicht hören wir uns ja später nochmal. Was gibt's denn? Ja. Machst du noch einen Stream? Eine Pizza nach wie vor. Ja, ich warte jetzt immer noch drauf, dass ich eine Eingebung habe und das Video fertig mache. Ich will eigentlich jetzt erst das Video beenden. Ja, das kriegst du schon noch. Der Junge hat so viel Zeit.
Der hat so viel Zeit und er hat es immer noch nicht geschafft, dieses Video zu beenden, was er gestern eigentlich fertig machen wollte, wo er gesagt hat, ja, das kommt morgen, keine Sorge. Vielleicht kriegst du die ja während dem Stream. Hm. Wieso bin ich jetzt unsichtbar gewesen? Oh, das ich hätte Bock auf so einen kleinen Gurkensalat. Boah, ja. Oh. Du wieder? Ja. Pass auf, dass du nicht selber zur Gurke bist. Ja, das wäre schon gut. So, Gurken sind doch gut. Gurken sind lecker. Ja, aber das der Nachteil daran ist, die werden alle gegessen. Früher ja, später. Ja, das stimmt. Egal, dann bin ich halt gut für jemanden. Gut für jemanden? Ja. Bin ich halt gesund. Ja, ja. Ich meine, Gurken kannst du auch irgendwo reinschieben zum Beispiel, so, weißt du? Also... Nee, damit kann ich nicht an. Brav's dann. Mhm. Safe und out. Rainer out. Dann schönen Abend und einen guten. Jo, vielleicht bis später. Bis später. Tschüss. Das war der Discord League von heute 19 Uhr. Nur 16 Minuten, ja. Leute. Ich schaue mal ganz kurz in diese Premiere von der Eule gegen Mobbing rein zu dem Discord League. So, ja, ich habe gerade einmal reingehört in die in diesem Discord League von der Eule gegen Mobbing. Es ist anscheinend tatsächlich das, was wir gerade bei Demütigung auch gehört haben. Ich weiß nicht, gibt ein bisschen mehr Vorgeplänkel, aber ja, nö. Lassen wir es erstmal gut sein. Ich werde es mir vielleicht nochmal anhören. Vielleicht sind da noch so ein paar Sachen dabei, die man noch erwähnen kann, aber wir haben jetzt das von Demütigung oder von, mein Gott, ich mag den Namen irgendwie nicht. Ich sage jetzt einfach weiter Demon, ne? Ich kenne ihn als Demon, er wird für mich immer Demon bleiben. Also ihr Lieben, das waren die Discord-Leaks von heute, beziehungsweise der Nachtrag von gestern. Erstmal, wir hören uns dann wahrscheinlich morgen wieder beim nächsten Discord-Leak. Medal of, ihr Lieben.